Beim Kampf gegen die Fettleibigkeit hilft vielen nur noch ein medizinischer Eingriff. Andreas hatte vor 5 Jahren eine Schlauchmagen-OP, ebenso wie Freundin Julia. Schatz, willst du Kaffee? Oh, super, vielen Dank, ja. Gut, mach dir eine. Ich mach mich dann noch schnell fertig. Ja. Schmink mich noch. Okay. Dann können wir. Okay, ich mach dir Kaffee. Lieb dich. Ich auch. Die Liebe begann in einer Facebook-Gruppe für Magenoperierte. Hier gab es keine Vorurteile, unter denen vor allem Julia leidet. Mich zu schminken morgens, das ist mir sehr, sehr wichtig. Weil es gibt so viele übergewichtige, junge Menschen, Leute, die überhaupt nichts aus sich machen. Und natürlich dann voll das auch das Klischee erfüllen. Dicke stinken, dicke sind ungepflegt. Und das finde ich einfach schade. 4 Jahre sind die beiden Pfälzer nun schon ein Paar. Seit ihrer Magen-OP hat Julia 80 Kilo abgenommen, Andreas sogar 150. Noch wohnen sie nicht zusammen und eine gemeinsame Zukunft gibt es nur unter einer Bedingung. Die Kilos sollen weiter schwinden. Schatz, ich komm jetzt. Oh weia, ist eine ganze Fußballmannschaft wieder eingekauft. Ja, das stimmt. Oh Mann. Wenn du so in den Kühlschrank guckst, was der Andi so im Kühlschrank hat, bist du dann zufrieden, Julia? Nein. Also wir hatten damals zusammen vereinbart, dass wir gemeinsam abnehmen, uns gemeinsam schaffen und uns auch daran halten, so ein bisschen gesünder zu kochen. Es klappt meistens auch, aber manchmal gibt es dann auch Ausrutscher. Das ist halt sehr schade. Die Puddings, ich meine, ein Päckchen hat auch gereicht. Dass man kann sich ja auch mal einen Pudding gönnen, aber nicht so. Ja, so süßer Kaffee da, das ist nicht gut. Marmelade, Eistee. Weißt du überhaupt, wie viel Zucker da drin ist? Nee, ich weiß, dass es verkehrt ist. Aber warum kaufst du es jedes Mal wieder? Tja. Ich verstehe das nicht. Ja, ich weiß. Ich meine, den Kühlschrank, den kann man natürlich auch mit gesunden Sachen so vollstopfen. Da hat man mehr von. Gurken, Tomaten, ja, der Käse, magerer Käse. Ist ja kein Problem, wenn du dir auch mal was gönnst. Hier, sowas. Super Kalorien, kann man sich selber machen. Mensch, 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 Mensch. Davon kann man doch gar nicht abnehmen. Magere Wurst, fettfreie Sachen. Man kann sich auch mal eine Scheibe Wurst gönnen, sag ich ja nichts. Aber nicht so viel, so viel kalorische Sachen. Ja. Das ärgert mich einfach. Wir haben drüber gesprochen gehabt. Das stimmt, ja. Jedes Mal das Gleiche. Wie wollen wir das denn überhaupt zusammen schaffen? Da kämpfe ich gegen Windmühlen. Das geht nicht. Meine Güte. Tut mir leid, dass ich jetzt da ein bisschen angepisst bin. Und 2 Kühlschränke voll. Mann, 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 Mann. Klar habe ich auch mal einen Eistee im Kühlschrank oder mal eine Soße oder eine fettige Wurst. Aber es kommt ja immer oft auf das Level an. Es ärgert mich einfach, dass wir so oft darüber gesprochen haben. Wie wir was ändern wollen, was wir einkaufen möchten, wie wir kochen wollen. Und immer reißt es halt ein. Klar, ich weiß, es ist sein Seelentröster, es ist schwierig. Es ist bei mir genauso. Mensch, wir müssen das unbedingt hinkriegen. Das klappt so nicht. Diese Vorwürfe hört Andreas nicht zum ersten Mal. Ich brauche, glaube ich, noch 10 Minuten Pause. Ich habe echt ein bisschen zu heftig reagiert eben. Aber es stört mich einfach maßlos. Es stört mich einfach maßlos, dass so viel eingekauft wird, dass ungesund gekauft wird. Wir haben uns damals das Versprechen gegeben, alles gemeinsam zu stemmen, gemeinsam abzunehmen, gemeinsam Sport zu machen, gemeinsam zu kochen. Es ist schwierig, wenn man halt Wochenends bei dem Partner nur ist, aber es tut mir einfach weh zu sehen, dass er unser Paarversprechen nicht einhält. Und bei mir ging es kontinuierlich runter. Ich hatte zwischendrin auch mal eine Krise, wo ich auch wieder zugenommen habe. Aber ich habe das Ganze nicht auf mich genommen, um dann im Endeffekt wieder bei Null anfangen zu können. Und
es tut mir halt einfach weh, weil ich diesen Menschen liebe und er jedes Mal so Einreise hat. Julia wollte nie einen übergewichtigen Mann. Ihr Herz hat anders entschieden. Aber wenn Andreas sein Versprechen, gemeinsam abzunehmen, bricht, zerbricht auch die Beziehung. Schatz, alles okay? Ja, alles gut. Es tut mir leid, ich hab ein bisschen überreagiert. Nee, ist alles okay. Ich weiß ja, dass es alles ungesund ist, aber in dem Moment, wann ich dann einkaufe, ist halt einfach das Verlangen so groß und ja. Aber sie hat recht, wir müssen was ändern dran. Und ich will ja auch nicht wieder 350 Kilo wiegen. Das schaffen wir, ne? Okay? Ja. Ich guck, dass das Zeug wieder rauskommt aus dem Kühlschrank, ne? Ja, das kriegen wir schon hin. Mhm. Ich glaube nicht, dass unsere Beziehung das überleben würde, wenn ich wieder so dick werden würde. Das ist die letzte Chance. 150 Kilo Gewichtsverlust. Aber es reicht noch nicht. Für die Liebe muss Andreas weiter um jedes Kilo kämpfen. In Kaiserslautern ist es für Julia nicht leicht, sich jeden Tag ihrem Gewicht und der Geschichte dahinter zu stellen. Sie weiß, der Weg zu einem dünneren Ich führt auch über die Bewältigung der Ursachen für das Extremgewicht. Bei Julia liegen die, wie so häufig bei Adipositas-Patienten, in der Kindheit. Ich will ja meine Eltern eigentlich nicht denunzieren. Sie haben sehr viel falsch gemacht. Dadurch, dass meine Mama halt auch Diabetes hatte und der Papa den ganzen Tag arbeiten war, habe ich mich mit um meine Geschwister gekümmert. Ich hätte mir halt schon gern gewünscht, die Aufmerksamkeit bezüglich dem Übergewicht. Es war normal, einfach zu essen. Es wurde nicht thematisiert. In der Grundschule mit 12, 13 habe ich schon locker meine 90, 95 Kilo auf die Waage gebracht. Und war dann zum Schluss mit 16, 17 ungefähr, ja, bei knapp 125 Kilo. Wurde halt sehr oft gehänselt, gemobbt, geschlagen. Die typischen Sprüche durfst du dir anhören. Dicke Sau, fette Kuh, die fette W**s kommt angerollt. Also es war täglich immer was anderes. Und ja, da war das Essen halt schon mein Trostpflaster. Ne? Ein schlimmer Kreislauf, der in einer gescheiterten Abnehmkur für Teenager mündete. Ihre ganze Kindheit hindurch erfuhr Julia nur Ablehnung, Häme und sogar Gewalt. Ich habe es versucht auszublenden, dass ich so dick war, weil ich irgendwo für mich innerlich damit abgeschlossen hatte, dass ich das irgendwie ändern könnte. Ein schrecklicher Unfall ließ Julia umdenken. Mein absolutes Höchstgewicht hatte ich dann 2007, 2008 rum, als meine Schwester dann beim schweren Autounfall ums Leben gekommen ist. Sie hat damals selbst knapp 185 Kilo gehabt. Es war sehr schwierig für mich. Und als der Arzt dann schlussendlich sagte, dass er vermutet, dass der Sicherheitsgurt dann halt schuld war, weil irgendwann passt du halt auch nicht mehr rein in den Sicherheitsgurt, auch wenn gewisse DIN-Normen erfüllt sind. Und ich dann auch zur Trauerbewältigung zum Therapeuten gegangen bin. Dieser aber eher auf mein Gewicht rumgehackt hat. Also, ja, sehen Sie mal Ihre Schwester und das hätte ja nicht sein müssen. Und Sie sind ja auch so kräftig und im Endeffekt hat er mir bei der Trauerbewältigung an sich nicht geholfen, aber einen Denkanstoß dann auch gegeben, mein komplettes Leben halt einfach mal zu überdenken. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich nicht mich, wie ich mich entwickelt habe. Ich sehe einfach nur ein hässliches Etwas wie so ein Faltenhund. Wenn das einfach mein Schicksal wäre. Klar muss man sich damit abfinden. Aber dafür habe ich jahrelang nicht gekämpft, dass ich so enden möchte. Und
ich möchte einfach auch mal leben. Ich möchte einfach das nachholen, was ich in meiner Jugend verpasst habe. Ich habe ein Recht darauf auch, was zu erleben und glücklich zu sein. Sich wieder selbst lieben und geliebt werden. Julia kämpft, auch für ihre Beziehung mit Andreas. Otterbach. Unter der Woche ist Schwergewicht Andreas allein mit sich und seinen Kilos. Genau wie seine Freundin Julia beschäftigt ihn oft die Vergangenheit. Seine schwierige Kindheit belastet seine Seele weit mehr als die 200 Kilo Körpergewicht. Ich habe mich eigentlich alleine gefühlt als Kind. Die Mama hat immer geputzt, war schon immer Putzfrau. Und mein Vater hat alles Mögliche gearbeitet, aber halt hauptsächlich immer die Arbeiten verloren, weil er halt Alkoholiker war. Das Schlimme war halt bei meinem Vater, er hat immer nachts, wenn quasi der Alkoholpegel runtergegangen ist und er dann Hunger bekam, hat er sich immer riesen Brotplatten gemacht mit allem möglichen an Essen. Und natürlich, wenn ich wach geworden bin, habe ich da halt immer mitgegessen. Und das war halt ein Fehler. Aber als Kind ist einem das halt egal. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Irgendwann habe ich auch nachts das Essen gebraucht. Ich bin wach geworden, habe Hunger gehabt. Ich habe eigentlich immer gegessen. Und nach der Schule bin ich direkt vor dem Pennymarkt ausgestiegen und bin dann rein, habe mir dann mein Mittagessen sozusagen geholt. Das war dann damals oft eine ganze Packung Bratwurst, eine Currywurstpfanne war das dann. Von der Menge her, weil eine hat mir halt nicht gereicht. 2 Stunden später war halt das Verlangen wieder da, was Neues zu essen. Habe ich dann halt gegessen, was ich so gefunden habe zu Hause. Ich vergleiche das halt immer mit einem Drogensüchtigen oder Alkoholiker. Wie so eine Sucht. Man muss das jetzt machen und dann geht's einem wieder gut. Andreas hat sich in die Einsamkeit gefressen. Und fast bis zur Bewegungsunfähigkeit. Aus dem dicken Kind wurde ein dicker Mann. 350 Kilo waren Andreas' Maximalgewicht. Ohne Schmerzmittel kam er kaum durch den Tag. Der Pfälzer zog die Reißleine. Eine Operation sollte ihm ein neues Leben ermöglichen. Vor 5 Jahren wurden 90% seines Magens entfernt. Nach der OP war mein niedrigstes Gewicht 165 Kilo. Und aktuell stehe ich wieder bei knapp 200. Der Magen war zwar operiert, ein kleiner, es ging nicht mehr die Menge rein wie vorher. Aber leider wird der Kopf nicht mit operiert. Und irgendwann war der Suchtdruck, das Verlangen so groß. Und ja. Scheiße. Somebody said you got a new friend. Does she love you better than I can? Mittlerweile ist Andreas bei Kleidergröße 81. Schmerzmittel braucht er immer noch. Und trotz 150 Kilo weniger hat sich sein Leben noch nicht wesentlich verbessert. Was sich der Körper über Jahrzehnte angewöhnt hat, lässt sich nicht so einfach wegschneiden. Doch Andreas kämpft und lenkt sich mit der Arbeit ab. Er hat gleich 2 Jobs. Gelernt habe ich leider nichts durch das Übergewicht. Habe ich leider keinen gelernten Beruf. Im Moment bin ich Leiharbeiter in einer Metallbaufirma. Nach meiner Arbeit als Leiharbeiter arbeite ich noch 3-4 Stunden bei meinen Kunden als Hausmeister mit meinem Gewerbe. Durch das Gewicht ist das schon eine Belastung. Und vor allen Dingen das Röcheln, das geht enorm auf den Rücken halt. Aber man muss trotzdem arbeiten. Und es geht. Also es ist nicht so, dass man nichts arbeiten kann, nur weil man dick ist. Das stimmt nicht.